Dieser Beitrag wird Ihnen gewidmet von Amedia Luxury Suites Graz. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins Event Scout. Wir werden heute den Ball der Vielfalt in Graz besuchen, bei dem sich alles um die Toleranz dreht. Bevor wir nun jedoch gleich zum Ball starten, sind wir live dabei, wenn die Gewinner vom Hotel abgeholt werden. Ich habe den Herbert Winterleitner kennengelernt und er hat mir dieses Projekt oder den Ball der Vielfalt erklärt und vorgestellt und wir haben uns gedacht, wir müssen da dabei sein und wollen da unterstützend einen Preis spenden. Gerade bei uns auch im Hotel, also wir sind für Barrierefreiheit und Vielfalt ist uns sehr wichtig. Es ist bei uns auch jeder Gast herzlich willkommen und jeder Mensch ist eben einzigartig und das soll für alle möglich sein. Wir haben 49 Suiten bei uns, 2 Suiten sind davon barrierefrei und werden auch schon sehr gut angenommen. Ja, wir sind nun schon in den Grazer Kammersälen und hier wird unter dem Motto Vielfalt gleich der zweite Ball der Vielfalt starten. Und das schauen wir uns genauer an. Was war in erster Linie die Intention dahinter, diesen Ball der Vielfalt in Graz zu veranstalten? Dass man die Menschen, alle Menschen der Stadt zusammenbringt und dass sie einen lustigen Abend miteinander verbringen. Graz ist eine bunte Stadt. Graz zeichnet sich durch die Menschenrechtsstadt auch aus. Und es ist mir persönlich eine Herzensangelegenheit, dass wir wirklich diese Intention auch zeigen, dass wir die Menschenrechtsstadt sind, dass wir bunt sind und dass wir einfach dafür stehen. Und Vielfalt ist Normalität. Das wollen wir zeigen. Und was sind so heute die Programm-Highlights? Ja, Sie hören, oben spielt Adana Kletzmer Band, das passt auch zur Vielfalt. Dann gibt es eine Polonaise mit Rollstuhltänzern und mit Studierenden. Dann gibt es eine Mitternachtsanlage, eine Disco, eine Riesentombola. Also es ist den ganzen Abend was los. Der Abend ist vielfältig. Vielfalt ist einfach etwas sehr Wichtiges, ja, einfach eine Gesellschaft, wo jeder so sein kann, wie er oder sie es will, ohne verurteilt zu werden, einen Platz hat in der Gesellschaft und deshalb bin ich sehr stolz auf meinen Kollegen, auf den Herbert Winterleitner, dass er den Ball wieder auf die Beine gestellt hat. Dass Menschen, egal woher sie kommen, egal was sie auszeichnet, egal welche Schwächen sie haben, welche Stärken sie haben, sich heute hier treffen und gemeinsam einen wundervollen Abend verbringen, das macht diesen Ball so besonders und so besonders auch, weil man die Freude spürt, die Lebensfreude spürt und das ist gerade beim Thema Mensch mit Behinderung etwas ganz Besonderes und deswegen ist der Ball etwas Besonderes. Da braucht man sich nur umschauen, unterschiedlichste Menschen feiern heute miteinander eine fröhliche Nacht. Also es gibt nicht den Ball für diese Gruppe und den Ball für diese Gruppe, sondern ein großes, buntes Fest für unterschiedlichste Menschen, genauso wie unsere Gesellschaft eben im Gesamten ist und das ist das Besondere an diesem Ball. Ja, wir alle werden mit unterschiedlichen Stärken und Talenten geboren, aber es verbindet uns, dass wir gerne gemeinsam feiern, miteinander tanzen, ganz einfach miteinander Zeit verbringen. Und so eine Gelegenheit ist für mich und für uns alle der Ball der Vielfalt. Und ich bedanke mich, dass wir heute einen wunderschönen Abend gemeinsam verbringen können. Was bedeutet für Sie Vielfalt und Miteinander? Was bedeutet das für Sie? Sehr viel, weil da merkt man, dass einfach wir als Menschen mit Behinderungen einfach nicht mehr ausgeschlossen sind und einfach zum Leben dazugehören. Und
Ja, das war der zweite Ball der Vielfalt mit einem wirklich außergewöhnlichen Programm. Wir dürfen uns von unserer Seite hier verabschieden und freuen uns schon auf die nächste Ballnacht mit grenzenlosem Vergnügen.